Hallo Pots und willkommen zu einem neuen. Ach, ein Let's Play ist es eigentlich nicht. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt ein Werbespiel-Adventure vom Bundesinnenministerium. Und zwar Dunkle Schatten 2 im Netzwerk gefangen. Aus dem Jahre 1995. Es gibt auch Dunkle Schatten 1 natürlich, aber das finde ich nicht kurios genug, um es jetzt hier zu zeigen. Die Nachfolger sind besser. Es geht um Rechtsradikalismus im Netz. Mitte der 90er Jahre, als das Internet noch mysteriös und böse war. So, aber weil ich das Spiel hier schon durch hatte und hier keine kommentierte Komplettlösung zeigen wollte, mache ich das anders. Ich präsentiere euch hier eine Zusammenfassung des Spieles, das heißt, ich zeige und kommentiere alle Stellen, die für die Story des Spieles wichtig sind. Und ja, am Ende wisst ihr dann halt, wie das Spiel ausgeht. Viel Spaß! Und das Spiel beginnt direkt mit einem Paukenschlag. Irgendwo in diesem Bild hat der Entwickler ein Hakenkreuz versteckt. Ach, man kann es noch nicht sehen, es ist hinter dem Kerl da auf dem Stein. Aber man kommt ja auch im Spiel hin und ja, kann dann mit dem Typen auch zur Seite gehen und sieht das Hakenkreuz dann. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Andere Computerspielentwickler lassen aufwendig die Hakenkreuze wegtuschieren von historischen Propagandaplakaten und so. Und jetzt kommt das Bundesinnenministerium an und haut direkt in das erste Hintergrundbild ein Hakenkreuz rein. Wie geht das? Erklär ich euch. Also, Hakenkreuze in Videospielen sind nicht generell verboten. In bestimmten antifaschistischen Kontexten sind sie erlaubt. Das Problem ist ja, ob Wolfenstein jetzt antifaschistisch ist. Das kann einem niemand so genau sagen, das müsste man riskieren und vor Gericht damit gehen, eventuell. Das wollen die Publisher natürlich nicht, das kostet ja Geld und deswegen, ja, machen sie die Hakenkreuze halt direkt weg und gehen auf Nummer sicher. Ja, aber das Bundesinnenministerium ist mutiger, das hat ein Hakenkreuz drin gemacht. Ja, leider darf ich euch auf letsplayimport.de hier nicht zeigen, trotzdem. Und deswegen begrüßt doch bitte meinen neuen Kumpel, den freundlichen Zensur-Butler, Mettler. Immer wenn der im Bild ist, versteckt er ein verbotenes Faschosymbol vor euren Blicken. Alles klar? Gut. Nun aber zum Spiel. Es beginnt damit, dass im Computerraum der Berufsschule der erste Internet-PC eingeweiht wird. Der lokale Bankchef steht da und erzählt stolz über das Internet. Also zur Orientierung nochmal, wir sind im Jahr 1995, das heißt, Internetzugänge sind nach wie vor eher spärlich gesät. Und der erste Internet-Hype wird erst so, ja, 1997 hat er angefangen. Ja, und der Typ da im roten Pullover da vorne, das ist Carsten, unser Held. Okay, wir kriegen eine Diskette von einem Mitschüler zugesteckt. Eine Mitschülerin von uns möchte außerdem mit uns im Park spazieren gehen. Die Mitschülerin heißt Gabi und ist gleichzeitig unsere Kollegin. Wir gehen also in den Park und sehen, dass der Gedenkstein beschmiert ist. Aber eigentlich haben wir das ja schon im Prolog gesehen. Whatever, Gabi erzählt uns, dass der Stein zu Ehren ihres Uropas aufgestellt ist, der mal Bürgermeister der Stadt war und nebenbei Jude. Und deswegen waren die Faschos dran. Das kann sich ein verfassungstreuer Bürger natürlich nicht bieten lassen. Er zieht zur Felde und will die Presse einschalten. Also erstmal nach Hause. Erstmal rufen wir bei unserer Freundin Jutta an, die ist aber nicht da. Die arbeitet lieber, statt sich mit uns abzugeben. Dafür kriegen wir von ihrem Bruder die Nummer von Elisabeth. Elisabeth ist eine Bekannte von uns und gleichzeitig Lokalzeitungsredakteuse. Der Bruder nimmt die Nazi-Schmiererei natürlich nicht so ernst wie wir, aber das hält uns ja nicht ab. Okay, Elisabeth ist auch gerade nicht erreichbar, also suchen wir uns noch wen anders zum auf den Keks gehen und wollen zum Jugendzentrum rüber. Das Jugendzentrum haben wir übrigens im ersten Teil von Dunkle Schatten mitbegründet, aber egal und wichtig. Und schon wartet das erste Mini-Rätsel auf uns. Man steht hier im Kleingarten und man sieht, es regnet wie aus Eimern. Mindestens zwei Tropfen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Es ist absolutes Sauwetter, sogar die Sonne scheint in Strömen, wie man sieht. Deshalb wird unser Held nicht zu Fuß gehen, sondern Fahrrad fahren. Leider ist sein Fahrrad kaputt. Wie kommt man an ein heiles Fahrrad? Man schraubt bei den Fahrrädern seiner Eltern Ersatzteile ab. Nett, oder? So, und wenn euch der Typ jetzt schon unsympathisch erscheint, es wird nicht besser. Aber solche Rätsel sind eigentlich mehr Nebenaufgaben, die wenig bis gar nichts zum eigentlichen Plot beitragen, deswegen ignoriere ich die ab sofort hier weitgehend. Eigentlich fährt der feine Herr hier auch Roller und benutzt das Fahrrad nur, wenn er muss und wenn sein Roller nicht mal wieder in der Werkstatt ist. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht interessant und wird auch für die Story nicht wichtig, deswegen vergessen wir das einfach.
Und eigentlich geht's ja auch um Faschisten im Internet hier in dem Spiel. Also, zunächst mal, Carsten soll die Homepage für die Schule basteln, obwohl er überhaupt keinen Plan davon hat. Ja, das ist nicht völlig unrealistisch. Mitte der 90er waren die meisten Websites im Netz noch mehr oder minder Laienprodukte. So viele gab's eh noch nicht. Okay, wir gehen ins Jugendzentrum. Dort sitzt auch schon im Rollstuhl unser Kumpel und Quoten-Nerd Ralf. Den gab's auch schon in Teil 1 und der gibt uns auch gleich brandheiße Tipps, wie wir die Website hinkriegen können. Erst gibt's das übliche Klischee Fachchinesisch, unser Held versteht natürlich nix. Dann kommt der richtige Tipp. Nimm World 8.0. Ja, genau, mit Word designen die Profis, vor allem mit den alten Word-Versionen, die HTML-Code zum Kotzen produzieren. Kein Kommentar. Wir bleiben noch etwas hier. Und in jedem Adventure muss man im Mülleimer suchen und hier auch. Wir finden auch prompt einen Ausdruck von einer Internetseite. Halt! Da hat der Böse, wer auch immer, ein White Power Logo platziert. Also White Power Logo, das ist dieses Fadenkreuz-Logo, dieses Pluszeichen mit dem Kreis drauf da. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wenn nicht, müsst ihr jetzt Google anschmeißen, denn das White Power Logo ist seit 2008 auch verboten und deswegen zeige ich es hier nicht. Der Typ da links im Bild ist übrigens der Quotentürke Mehmet. Den quatschen wir direkt von der Seite auf die Seite an. Ihm fällt dazu aber nichts ein. Er hat das Ding zwar ausgedruckt, aber er weiß nicht, wo er es her hat. Und die Internetseite auf dem Ausdruck ist ärgerlicherweise abgeschnitten. So ein Pech aber auch. Na gut, hat nichts gebracht. Wir gehen mal in die Schule und wollen uns an die Website machen. Übrigens hat die Schule hier offenbar nur einen einzigen Raum, diesen Computerraum hier. Und offenbar ist die Schule auch sehr vertrauensselig. Sowohl Carsten als auch andere Schüler haben hier jederzeit freien Zutritt zum Computerraum. Egal wann, egal warum. Bevor wir nun an die Seite gehen, müssen wir den Schulrechner erstmal eigenmächtig hier noch aufrüsten. Ist aber kein Problem. Der gute Carsten hat zwar keine Ahnung von Rechnern, aber kann selbstständig Speicher- und CD-ROM-Laufwerk verbauen. Nicht schlecht, oder? Nee, Word installieren können wir aber immer noch nicht, weil die CD-Box abgeschlossen ist. Ja, schade aber auch. Okay, wir kümmern uns dann erstmal um unwichtigen Kleinkram. Danach haben wir schon wieder Berufsschulunterricht. Na überhaupt, die Schule von Carsten ist sowieso toll. Ganz am Anfang hat man einmal Unterricht, später nochmal, kurz vor Ende nochmal und dann glaube ich noch ein viertes Mal. Also quasi morgens, frühnachmittags, spätnachmittags und abends. Oder so, keine Ahnung. Aber damit kommen wir auch direkt zur nächsten Fragwürdigkeit. Diese Stadt hier hat den blödesten Tagesablauf der Welt. Die ganze Handlung hier spielt offenbar an einem einzigen Tag. Man sieht nie, dass unser Held müde wird oder sich schlafen legt oder dass es draußen wenigstens mal dunkel wird. Aber trotzdem erzählen einem immer wieder Leute zwischendurch, dass sie Feierabend haben, dass sie müde sind, dass sie ihre Pause beenden müssen und so weiter und so weiter. Andere Leute hingegen arbeiten den ganzen Tag, zum Beispiel der Typ von der Autowerkstatt, der steht den ganzen Tag da. Oder der Typ vom Tante-Emma-Laden, der steht da auch die ganze Zeit rum. Ich meine, ich erwarte ja beim Adventure keinen vollständig simulierten Tagesablauf. Aber so, wie es jetzt ist, ist es doch etwas fragwürdig, finde ich. Na gut, wir sind wieder in der Schule, aber niemand da. Nur unsere Kollegin Gabi mit den nervösen Augenlidern sitzt da. Die bietet uns direkt an, bei der Website zu helfen, aber davon wird man nicht viel mitbekommen, verrate ich schon mal. Aber egal, wenn es keine Schule gibt, dann fahren wir eben gemeinsam zur Arbeit. Ja, oder auch nicht, denn Carsten und Gabi haben offenbar den laschesten Arbeitgeber der Welt. Ja, zumindest Carsten geht nur dann mal zur Arbeit, wenn er privat dort etwas erledigen muss. Zum Beispiel drucken wir hier jetzt einen Haufen Infoblätter für einen Kumpel, der einen Deutschkurs für Asylbewerber machen möchte. Natürlich drucken wir das Zeug hier, ohne das irgendwie genehmigen zu lassen oder zu bezahlen, ist ja klar. Außerdem finden wir hier in der Lito eine Büroklammer, die wir dafür benutzen können, das Schloss der CD-Box zu knacken. Also nix wie ran an die Website. Wieso heißt Word jetzt nicht mehr World, sondern Wort? Na egal. Na, das sieht doch schon fein aus, oder? Nun aber schnell zurück zur Arbeit, um die fertig gedruckten Flugblätter zu holen. Immer getreu dem Motto, aus den Betrieben ist viel rauszuholen. Und direkt den Kram da oben abgeliefert. Gut, da hatte der Grafiker offenbar keine Lust, einen ganzen Screen voll zu malen, deswegen gibt es jetzt hier diesen coolen Taschenlampeneffekt. Krass. Nun gut, wir rufen nun endlich Elisabeth von der Zeitung an. Die interessiert sich zum Glück etwas mehr für den beschmierten Gedenkstein und will eine Story daraus machen.
Ach ja, und wir hatten ja auch noch die Diskette, die wir ganz am Anfang von unserem Mitschüler gekriegt haben. Auf unserer eigenen Kiste läuft das Teil nicht, also ab zum Experten ins Jugendzentrum. Wir starten das Ding und sehen das hier. Sorry, wieder kein White Power Logo für euch. Okay, ihr werdet es nicht glauben, das Spiel hier soll ein Nazi-Spiel darstellen. Ralf findet das gar nicht toll, meckert rum und sagt, dass jetzt nur noch ein Spiel fehlt, wo man Rollifahrer sprengen kann. Egal, anderes Spiel, andere Geschichte. Und dann erklärt er noch, kann jedem passieren, dass man im Rollstuhl landet und dass die Nazis damals auch Behinderte umgebracht haben. Aber er ist wenigstens noch froh, dass die Nazis immer noch nicht programmieren können. Nun, ganz nebenbei ist damit Bastian, der Typ, der uns die Diskette gegeben hat, ist als Schönwetter-Nazi geoutet. Er macht also hier in diesem Spiel den Charakter des Typens, der zwar keine Glatze und eine Bomberjacke trägt, aber trotzdem empfänglich für neofaschistischen Dreck ist. Also jemand, der ein paar gebrannte Lanzer-CDs zu Hause hat und die heimlich hört, wenn er alleine zu Hause ist. Kennt man ja solche Leute. Okay, Mehmet hat auch diesmal nicht viel Interessantes zu erzählen. Er redet lieber über Nuke Dukem 3D. Ja, der saubere Carsten muss dann natürlich direkt dazwischen hauen und sagen, dass Leute abschießen überhaupt nicht cool und dass das Gemetzel total sinnlos ist. Alter Spießer. Aus irgendeinem Grund fahren wir jetzt schon wieder zur Schule und treffen dort auch direkt den frisch geouteten Bastian. Der sagt natürlich, ist doch nur ein Spiel! Und meckert nebenbei über die Asylbewerber, die deutsches Geld verbrauchen und sowieso Assis sind. Nee, keine Assis, sondern Assis. Na gut. Carsten hält natürlich voll dagegen. Bastian verrät uns dann auch noch, dass er das Spiel aus einer Mailbox hat und aus welcher. Und dass er die Mailbox-Nummer von Frank Stauf hat. Frank Stauf war einer der Bösen im ersten Teil und ist ein nach rechts offener, ja, was auch immer, quasi Neofaschist offenbar. Also, direkt mal nachschauen. Die Rechner hier haben nicht nur Internetzugang, sondern auch Telefonnetzzugang. Ich meine, wie sonst ist es zu erklären, dass ich hier Carsten frei in Mailboxen einwählen darf? Okay, wir loggen uns in die angebliche Fascho-Mailbox ein und sehen nichts Interessantes. Ich meine, nicht, dass man anderswo hier im Spiel viel mehr Interessantes sieht, aber offenbar stimmt hier irgendwas nicht. Außer vielleicht, ja, bei den Programmen kann man sich die deutsche Nationalhymne als PC-Speaker-Sound downloaden. Sogar alle drei Strophen. Das ist natürlich Blödsinn, denn erstens hat die deutsche Nationalhymne nur eine Strophe, nämlich die dritte Strophe des Deutschlandliedes, das nur so nebenbei erwähnt. Und zweitens, wo ist der Sinn, drei Strophen PC-Speaker getrötet zu haben? Na, egal, ich denke viel zu sehr drüber nach. So, nur aber wieder nach Hause und nochmal bei Jutta angerufen. Und diesmal ist sie sogar da, jammert uns damit voll, dass sie müde ist und so viel zu tun hat. Wir erzählen ihr von dem Nazi-Spiel, sie ist mäßig getroffen davon und will lieber ins Bett. Das lassen wir uns als dominantes Alpha-Männchen natürlich nicht gefallen, wir fahren direkt hin und reden von Angesicht zu Angesicht. Hier kommt auch wieder der seltsame Tagesablauf durch. Auf einmal ist Jutta nicht mehr müde und möchte nicht mehr schlafen, sondern macht nur kurz Mittagspause. Aber für unseren Kampf gegen rechts interessiert sie sich immer noch nicht. Die olle ignorante Kuh, die... Na gut, zurück zum Thema Mailbox. Wir gehen erstmal zurück zu Ralf. Der sagt uns, dass wir die Box hacken können, indem wir ans Passwort ein Ad hängen. Cool, wa? Nachdem Carsten dann gecheckt hat, was ein Ad sein soll, direkt wieder zurück zur Schule. Wir sehen die unzensierte Version der Box. Halt! Darf ich das jetzt überhaupt oder muss ich das zensieren? Also, ich beschreib's mal. Wir sehen ein neues Titelbanner, in dem das Wort Siegfried steht. Mit Sig-Rune als I. Ja, richtig, als I, nicht als S. Aber die Sig-Rune ist trotzdem verboten. Na, wie mache ich das jetzt? Ah, ich mach's so. Ich zeig euch die Sovilo-Rune. Die ist nicht nur legal, sondern die wurde auch wirklich von den Germanen benutzt. Die Sig-Rune hingegen ist aus dem 20. Jahrhundert, also frei erfunden. Naja, denkt euch bei der Sivolo-Rune einfach unten den letzten Strich weg, dann habt ihr die Sig-Rune. Wir werden auch direkt vom Sys-Op der Box angequatscht. Natürlich ist der Neonazi Sys-Op strohdoof und kriegt keinen einzigen Satz ohne Rechtschreibfehler hin. Trotzdem schmeißt er uns direkt wieder raus.
Wir sind trotzdem stolz auf uns und freuen uns gemeinsam mit Ralf über unseren Schlag gegen den deutschen Neofaschismus im Netz. Ach ja, und der gute Mehmet hat inzwischen auch die Siegfried-Mailbox besucht und sich direkt mal mit Realname und Adresse registriert. Vollidiot, ey. Und jetzt hat er natürlich Schiss, dass die Faschos ihm wehtun. Er erklärt uns noch, wie toll die Neonazi-Boxen vernetzt sind und wie mobil die sind und sich jeder Verhaftung entziehen. Die coolen Säue. Okay, wir haben schon wieder Bock auf Schule. Dort treffen wir wieder auf Bastian, der erzählt uns, dass er von Stauf zusammengeschissen wurde, weil er die Mailbox-Nummer rausgegeben hat und wir in der Box halt Stress gemacht haben. Trotzdem verrät er uns die Stammkneipe von Stauf. Also ab darüber. Wir sehen einen typischen Neonazi-Treff. Stauf ist nicht da, wir können nur bei der Wirtin nachfragen, die weiß aber auch nichts. Wir meckern noch ein bisschen rum, dass in der Kneipe so viele Nazis sind, erfahren aber zumindest rein zufällig, dass Stauf und Jutta, unsere Freundin, in derselben Firma arbeiten. Aber apropos Jutta, wir fahren da direkt hin, platzen aus irgendeinem Grund direkt in eine Dreierrunde rein. Elisabeth, Jutta und Juttas Bruder Kalle sind da. Wir halten uns nicht lange mit lästigen Begrüßungsfloskeln auf, sondern fragen direkt bezüglich Zeitungsartikel nach. Das Gespräch kommt auf Gabi, Madame Jutta wird eifersüchtig. Da legt Carsten gleich noch einen nach und lobt Elisabeth für ihren Artikel. Jutta sagt nur sowas wie, das provoziert nur Nachahmer. Elisabeth und Carsten nehmen sie daraufhin direkt zur zweiten Zange und sagen, man muss sich wehren. Völlig unverständlicherweise reagiert Jutta etwas genervt und feuert noch Giftpfeile Richtung Gabi, denn die ist ja nicht da. Und schon wieder Schule. Und diesmal sogar Unterricht. Quasi der Frühnachmittagsunterricht oder so. Unsere Lehrerin findet den Zeitungsartikel ganz toll. Na, tolle Schulklasse übrigens, oder? Die Hälfte der Plätze leer. Bastian hält dagegen und betont, wie heldenhaft die deutschen Soldaten in den Weltkriegen für Volk und Vaterland gekämpft haben. Zum Beispiel sein Opa, der natürlich nichts vom Holocaust gewusst hat. Ach ja, den Holocaust stellt er direkt noch gleich in Frage, gibt aber natürlich direkt hochnäsige Belehrung von Carsten und von der Lehrerin, von wegen, lies mal Zeitung und nicht nur den Sportteil. Okay, es ist Pause und deshalb können wir nach Hause. Klingt komisch, ist aber so. Im Jugendzentrum erzählt uns Mehmet, dass er erstes Feedback von den Kameraden aus der Mailbox gekriegt hat. Und zwar einen Brief nach Hause von wegen, halt dich da raus oder wir werden böse. Er lädt uns aber trotzdem zur Hochzeit seiner Schwester an. Wir nehmen die Einladung an, aber erwähnen, dass Jutta wie schon vorher nicht mitkommen wird, weil sie Angst vorm bösen, bärtigen Muselmann hat. Ach ja, die blöde Website ist ja auch noch nicht fertig. Also wieder in die Schule. Da liegt direkt eine Nachricht im Kasten, oder ja, im Browser anscheinend. Auch wir haben also Feedback vom Weltkriegsverlierer-Fanclub gekriegt. Na gut, wir lassen uns nicht entmutigen und binden die Bilder ein, aber die Bilder sind im BMP-Format. Unser Held möchte die Grafiken ins JPEG-Format konvertieren. Wir fragen den Quoten-Nerd, wie das geht. Der weiß natürlich nicht, obwohl er selbst eine Kommunikationsplattform im Netz betreibt. Naja, es würde halt gerade nicht in die Story passen. Wir gehen nochmal in die Nazi-Kneipe und finden tatsächlich Frank Stauf. Der erzählt uns aber nur belangloses Zeug über seine harte Arbeit. Vielleicht möchte uns der Jutta mehr erzählen. Nö, diesmal wieder nicht da. Aber Kalle drückt uns einen Anrufbeantworter in die Hand, mit dem uns Jutta besser erreichen können soll. Ich will ja nicht meckern, aber bislang hat die kaum versucht, uns überhaupt zu erreichen. Na gut. Ich schließe das Ding aber erstmal nicht an. Warum, seht ihr gleich. Na gut, Kalle erzählt uns, diesmal wollte uns Jutta wirklich erreichen und auf Arbeit besuchen. Tja, wenn wir irgendwann mal arbeiten würden, gell? Also rüber, da sitzen Jutta und ihre spezielle Freundin Gabi. Natürlich erzählen wir erstmal Gabi, was für einen töften Zeitungsartikel wir angeleiert haben. Jutta möchte daher lieber mit Carsten alleine sein. Es geht mit dem Bus nach Hause, Gabi fährt mit und verlässt uns erst im letztmöglichen Moment. Dafür wird sie jetzt sogar im Bus von den Leuten erkannt. Wir sind gut, oder? Endlich allein zu Hause mit der Liebsten. Und was macht man da? Richtig, man ruft erstmal die andere Dame an. Wir rufen Elisabeth an, sagen nochmal gut gemacht und erfahren so nebenbei, dass der jüdische Friedhof verwüstet wurde. Dann reden wir endlich mal mit Jutta, haben aber nach wie vor nur gegen rechts im Kopf.
Und Gabi natürlich. Da vergeht Jutta schnell die Lust. Allerdings scheint Carsten ja ohnehin gerade völlig andere Sachen im Kopf zu haben. Wir gehen mal in den Stadtpark und treffen da direkt nochmal Frank Stauf. Der will uns natürlich nicht den Mailbox-Betreiber verraten, wäre er ja auch schön blöd. Außerdem warnt er uns und sagt, halt dich da raus oder die Nazis werden böse. Dann geht er kurz für kleine Jungs und lässt natürlich seine Tasche liegen. Wir nutzen dieses Vertrauen natürlich schamlos aus und finden eine Broschüre mit einer Triskele drauf, die ist legal, kein Problem, und einen Zettel mit Telefonnummern, die wir uns direkt mal notieren. Na gut, wir wollten uns ja noch umschauen, wie wir die Bilder von der Website ins JPEG-Format kriegen. Und wie findet man das am schnellsten raus? Genau, man geht in die Nazi-Kneipe. Dort finden wir zu unserem Glück eine Computerzeitschrift, aus der wir lernen können, wo wir einen Konverter herkriegen. Auch ganz toll. Normalerweise merkt sich der Held Telefonnummern und so automatisch, aber hier muss man auf einmal sowohl den Stift als auch den Bierdeckel als Notizmöglichkeit benutzen, um die Internetadresse zu notieren. Ergibt Sinn, oder? Okay, wieder in die Schule. Wir stecken den Notizbierdeckel in den Rechner, vermutlich ins CD-ROM-Laufwerk oder so, keine Ahnung. Und Carsten konvertiert die Bilder und freut sich. Mal wieder nach Hause. Wir gehen rein zur Tür und unser Held meldet sich. So, was könnte faul sein? Mal den Rechner benutzen. Das erste Mal im Spiel und das einzige Mal im Spiel übrigens. Überraschung. Wir hatten ungebetene Gäste. Man stellte sich das mal vor. Ein Nazi bricht in das Elternhaus eines 16-Jährigen ein, geht an den PC und packt ein Textmodus-Bildanzeigeprogramm in den Autostart oder sonst wohin. Ist klar. Das müssen wir natürlich gleich Ralf erzählen. Der erzählt uns, dass auch er das Textmodus-Anzeigeprogramm da gekriegt hat, und zwar per E-Mail. Natürlich hat er das Programm direkt gestartet. Ich meine, weiß man ja, jeder echte Hacker startet Excel-Dateien aus Mail-Anhängen direkt auf seinem eigenen Rechner. Auf jeden Fall fängt er jetzt auch damit an, uns vor den bösen Faschos zu warnen. Naja, wir machen erstmal die Website zu Ende. Sie sieht jetzt so aus. Klasse, oder? Zwischendurch schaut dann Frank nochmal vorbei und steckt sich direkt im Klassenraum eine an. Und danach packt er sie direkt weg, ohne sie auszumachen. Harter Junge. Okay, er guckt verträumt, aber wir sind natürlich etwas genervt, weil bei uns eingebrochen wurde. Er will uns natürlich wieder nichts verraten und betont außerdem, dass er kein Fascho sei, sondern nur ein Deutscher, der sich wehrt. Okay, es gibt eine mäßig fruchtbare Diskussion. Carsten offenbart uns wieder seinen Infofundus. So, und nun wird's interessant. Einem Bekannten von ihm wurde die Karre angezündet. Den Namen Walpulski müssen wir uns jetzt merken. Also merken. Na gut, dann wird's erstmal wieder öde. Es kommt noch etwas über das jüdische Großkapital, das die Welt beherrscht. Wir meckern über seine Broschüren. Ne, ihr wisst schon, die Broschüren, die wir ganz heimlich geguckt haben vorhin. Und er verrät uns ganz beiläufig, dass die von unserem Arbeitgeber gedruckt wurden. Dann wird noch schnell der Holocaust geleugnet und die Wiege gemacht. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Da denkt man gerade, dass der Typ einen noch 10-mal voll quatschen kann, ohne dass irgendwas Interessantes dabei rumkommt. Und dann kriegen wir auf einmal gleich zwei interessante Sachen serviert. Und zwar einmal den Namen Walpulski, der wird noch wichtig. Und dann noch nebenbei, dass unser Arbeitgeber unsere Lithografie für Faschos Werbematerial druckt, offenbar. Wenn das nichts ist. So, wir frickeln weiter an der Seite rum. Und auf einmal wird's richtig spektakulär. Jemand kommt zur Tür rein, es wird dunkel. Wieso wird es dunkel? Wer das Licht ausgemacht hat? Junge, der Raum hat Fenster. Es ist nicht Nacht, verdammt nochmal. Es kann nicht dunkel werden. Naja, jedenfalls wird Carsten ordentlich und zu Recht zusammengeschlagen. Natürlich von den bösen Nazis, die offenbar ebenfalls frei in die Schule aus- und eingehen können. Wir werden in die Abstellkammer gesperrt, damit wir den Leuten nicht mehr so auf den Sack gehen können. Aber wir befreien uns mit einer Glasscherbe und knacken das Schloss direkt mit einem Schraubendreher. Toll. Irgendwie haben es die Faschos dann auch noch geschafft, die beiden Türen vom Computerraum zuzusperren. Also, was machen wir? Wir schicken erstmal ans Jugendzentrum ein Fax. Ralf antwortet auch und schickt uns erstmal in seine Internet-Community zum Quatschen.
Na, wie man das halt so macht, wenn der Kumpel eingeknastet ist, ne? Na gut, er schickt uns dann doch Mehmet vorbei, der uns auch befreit. Im Jugendzentrum erzählen wir dann natürlich alles. Und wo hier gerade Full House ist, texten wir gleich mal ein paar Leute voll. Wir planen unter anderem eine Demo vor der Nazi-Kneipe. Natürlich gewaltfrei, die Demo. Und dann quatschen wir auch noch Biggie, das blonde Mädel da links an. Und die stellt uns eine Bekannte vor, die Dame da links unten, die man nur von hinten sieht. Wir erfahren, dass sie Flüchtling ist und fragen sie direkt, aus welchem Land sie kommt. Und sie sagt uns, sie kommt aus Afrika und die ersten freien Wahlen führten zu einem Militärputsch und Bürgerkrieg. Ja, ja, wer kennt es nicht, dieses Land namens Afrika, wo das Militär regiert und die Leute zu blöd für Demokratie sind. So, aber irgendwas war auch noch, oder? Ach ja, die Nazis wollten sich, laut eigener Aussage, um Carstens Mädels kümmern. Wir funken also Jutta an, um ihr so ganz nebenbei mitzuteilen, dass die Faschos wohl hinter ihr her sind. Die ist verständlicherweise mäßig begeistert davon, dass sie wegen der Viva la Resistance-Aktion von ihrem Macker nun auf der Abschlussliste von Rechtsextremen steht und nörgelt mal wieder rum. Ah ja, und ich hab's ja gesagt, der Name Walpulski, der wird wichtig. Und deswegen rufen wir gleich mal Elisabeth an und haken nach, ob sie den Namen kennt. Okay, sie will sich wieder melden. Dann also so lange nochmal zum Jugendzentrum und mit dem Nerd gesprochen. Der erzählt uns stolz, dass die Siegfried down ist, aber er sagt schon dabei, dass sie bald wiederkommt. Dann erzählt er noch was über Mailboxen. Na gut, Mailboxen, die gab es 1995 noch. Aber da wurden sie schon merklich weniger. Nun wieder nach Hause. Elisabeth wollte sich ja melden. Okay, ich muss an dieser Stelle erstmal eine Lanze für die Entwickler brechen. Sie haben sich schon teilweise darum bemüht, dass man die Aktion nicht in komplett fester Reihenfolge machen muss, sondern ja, sie ein bisschen variieren kann. Ihr seht es ja hier selber. Ich mach die Aktion teilweise in etwas komischer Reihenfolge, aber liegt auch daran, dass meine Komplettlösung hier ziemlich schräg ist und ich keine Lust habe, das alles nochmal in Ordnung zu bringen. Aber jetzt wird's kurios. Wir erinnern uns, wir hatten den Anrufbeantworter, aber den haben wir noch nicht angeschlossen. Macht aber gar nichts, wenn wir ins Zimmer kommen, ja, sehen wir neben der Tür da links eine rote Lampe blinken. Das heißt, obwohl der AB noch gar nicht dran ist, hat er schon einen Anruf angenommen. Ist das nicht toll? Die moderne Technik ist echt was Tolles, nicht wahr? Na gut, wir schließen dann den Anrufbeantworter nachträglich an und können den Phantomanruf direkt abhören. Sachen gibt's. Na gut, wir erfahren auf jeden Fall, dass Walpulskis Auto tatsächlich von Antifa-Aktivisten angezündet wurde. Außerdem brennt es gerade am Asylbewerberheim, sagt sie, so ganz nebenbei. Da fahren wir natürlich direkt hin, zum Gaffen. Aber Enttäuschung, nix los hier, nur der Müllcontainer hatte gebrannt. Na toll, da wollte wohl jemand die Story strecken. Okay, wir fahren wieder weg und sehen, oha, eine Demo vor der Nazi-Kneipe. Die läuft schon. Aber stellt sich raus, es ist nicht unsere Demo, die wir machen wollten, sondern eine von Antifa-Aktivisten, die halt gerade mal in der Gegend waren, offenbar. Zunächst mal treffen wir Bastian, ihr wisst schon, der Schreibtisch-Nazi mit dem Spiel. Der meckert rum, dass die Linksradikalen jetzt seine schöne Stammkneipe belagern. Okay, viel Blabla, nichts Wichtiges kommt raus. Also rüber auf die andere Seite, zu den Antifa-Aktivisten. Da steht Mehmet dabei, überraschenderweise. Und er möchte auch gern mitmachen, weil ihn die Nazis ja böse von der Seite per Post angemacht haben. Aber wir überreden ihn dann doch, die Sache erstmal auf sich beruhen zu lassen und sich nicht an der Steineschmeißerei zu beteiligen. Okay, kurz darauf ist die Demo dann auch vorbei. Und wir fahren natürlich direkt hin, um uns die Verwüstung anzugucken. Bum, 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 bum. Und wir sehen natürlich, das Ding sieht genauso aus wie vorher. Hier sind keine Steine durchs Fenster geflogen. Verdammte Scheiße nochmal. Also ein paar notdürftig geflickte Fenster da links zum Beispiel hätten den Grafiker doch nicht überfordert, oder? Trotzdem kriegt Carsten Hausverbot, weil er vorher so neugierig war und auf der Demo mit dabei war und gesehen wurde. Ach, geschieht dir recht, Carsten. Von irgendwoher, ich weiß nicht mehr woher, ist ja auch egal, wissen wir jetzt auf einmal, dass die Nummern aus diesem Nazi-Heftchen vom Frank Frankfurter Nummern sind und deswegen eine Frankfurter Vorwahl haben. Also direkt angerufen und die Bandansage vom nationalen Infotelefon abgehört. Okay, viel bla 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 und schlussendlich erfahren wir dann die neue Mailbox-Nummer der Siegfried-Mailbox. Na immerhin. Na gut,
noch einmal Schule. Das letzte Mal, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Also nochmal Unterricht. Die Lehrerin ist wieder da und schlägt ganz spontan vor, zum verwüsteten jüdischen Friedhof zu gehen. Ja, der olle Bastian möchte natürlich lieber zu einem Soldatenfriedhof, aber das kann er ja knicken, der Vollidiot. Also ab zum jüdischen Friedhof. Och nö. Ja, schon wieder ein White Power Logo da unten zensiert. Was soll denn das, hä? Könnt ihr nicht ein bisschen verfassungsteure Symbole an die Grabsteine schmieren? Die Vollidioten? Na egal. Es hat sich auf jeden Fall eine illustre Runde da versammelt. Der Kumpel mit dem Deutschkurs ist auch da. Als Gast, wie er selber sagt. Herr Rosenzweig ist da. Jutta ist da. Hä? Wieso ist Jutta da? Wieso sollte sie mitkommen? Die muss doch arbeiten. Das mit dem Grafiker wohl offenbar die Sprites ausgegangen. Das ergibt ja storytechnisch jetzt so wirklich 0,0 Sinn, dass die da rumlaufen soll, freiwillig. Naja, also er, der Rosenzweig, erzählt uns was über die Judenverfolgung im Dritten Reich. Und wir bieten uns natürlich direkt an, den Friedhof wieder in Ordnung zu bringen. Ich kotz gleich. Ach ja, außerdem werden wir von ihm ins Stadtmuseum eingeladen. Da arbeitet er nämlich. So, und jetzt wird's mal wieder richtig kurios. Wir gehen rüber zum Museum, gucken uns dort etwas um. Wir sehen zum Beispiel einen Leuchter, der beim Synagogenbrand damals geschmolzen ist. Bei mir im Heimatort haben sie damals übrigens auch eine Synagoge angesteckt. Angeblich soll es etwas gedauert haben, bis der SA-Mann Streichhölzer zusammengekriegt hat. Aber gut, ist ja egal. Wir gehen ins Büro, da sitzt der Rosenzweig. Der erzählt uns noch ein bisschen mehr über die Judenverfolgung. So, und jetzt aufpassen, Leute. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsszenen im ganzen Spiel. Mitten im Satz fliegt ein Stein durch das Fenster. Herr Rosenzweig hört auf zu reden und sitzt da und ist völlig uninteressiert. Ich meine, passiert hier offenbar häufiger in diesem Museum. Man kann ihn nicht darauf ansprechen, er sagt nichts mehr dazu. Es ist offenbar total belanglos für ihn. Ja, der Story-Schreiber möge sich bitte mal in der Klapse melden und dann machen wir hier auch weiter. Jetzt mal im Ernst, wie kann man sowas einbauen, ohne sich für total bekloppt zu halten? Ein Stein durchs Fenster und der sitzt da einfach, ey. Da kann man nichts zu sagen, ne. Ah ja, und Carstens Kommentar ist auch mal wieder toll. Naja, wie auch immer. An dem Stein ist eine Einladung zum Vortrag eines Holocaust-Leugners befestigt. Okay, Herr Rosenzweig hat dazu auch nichts zu sagen. Also gehen wir in die Lithografie. Da sitzt Gavi und die erzählt uns, dass auch sie nach dem Zeitungsartikel Faschisten-Fanpost gekriegt hat. Naja. Ah ja, und wir erinnern uns jetzt endlich mal daran, dass uns Frank Stauf gesteckt hat, dass hier in unserem Betrieb Nazi-Flugblätter angeblich gedruckt werden. Gavi weiß natürlich auch nichts davon. Wir schauen einmal kurz in die Akten hinter uns und finden direkt die Druckvorlage für den Holocaust-Leugner-Vortrag, die wir gerade per Steinpost gekriegt haben. Okay, der Feind lauert überall, sogar am Arbeitsplatz. Naja, und es wird sogar noch besser. Die Vorlage steckte in dem Ordner Import-Export. Wir wissen, das ist der Arbeitgeber von Jutta und Frank. Und für die drucken wir und die machen auch Nazi-Sachen. Und Gabi hat jetzt verständlicherweise keine Lust mehr auf die Ausbildung in diesem Unternehmen. Und Carsten schließt sich natürlich sofort solidarisch an und haut direkt mal wieder eine hochtrabende Floskel raus, um das zu begründen und toll zu klingen und sich toll zu fühlen. Okay, aus irgendeinem Grund müssen wir jetzt nochmal auf die Idee kommen, zum Tante-Emma-Laden zu gehen. Da kriegen wir gesagt, dass Frank eine Safari machen möchte. Sagt er zumindest. Und ich meine, wofür sollte man die Benzinkanister, die er gerade gekauft hat, denn auch sonst verwenden können, oder? Jetzt mal im Ernst, soll das lustig sein? Ich meine, wer ist so naiv? Und warum verkauft der Typ da überhaupt Benzinkanister? Ist da eine Tanke vorm Fenster? Oder hat er Benzin im Kühlschrank stehen, so zwischen der Cola und dem Bier oder so? So ein Quatsch, ey. Wir gehen zum Jugendzentrum und erzählen alles, was wir wissen neuerdings. Ralf hat auch was im Angebot, und zwar eine verschlüsselte Mail mit folgendem Text hier. Und Carsten schlussfolgert natürlich messerscharf. Hier wird ein Brandanschlag angekündigt, und zwar aufs Asylbewerberheim. Okay, ganz allmählich ist es dann nochmal Zeit, bei der Bullen anzurufen, findet er. Das Problem ist, die Bullen können natürlich nichts machen. Bullen sind ja doof in Kinderkrimis, weiß man ja. Und ohne konkreten Termin läuft sowieso nichts. Ist ja logisch. Die wollen quasi die gebratenen Tauben ins Maul gesteckt kriegen.
Kleiner Einschub am Rande, ich präsentiere stolz die Zauberzeitung. Einmal reingucken, nochmal reingucken. Tada! Okay, wir rufen nochmal bei Jutta an, aber die blockt wieder ab und interessiert sich immer noch nicht für unsere tolle Zivilcourage und will immer noch nicht wissen und anerkennen, wie toll wir doch sind. Na gut, ja, wir zanken noch ein bisschen mit ihr und machen dann mit ihr Schluss. Tja, war vorauszusehen. Sie haben einfach keine gemeinsamen Interessen. Er macht hier den tollen, politisch korrekten Computerspielhelden und sie will nur ihre Karriere. Okay, hätten wir die Freundin-Quest also auch vom Tisch. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Ralf hat wieder was Neues zu erzählen. Er hat rausgefunden, dass Walpulski untergetaucht ist. Und ja, wir gehen mal wieder in die Lithografie. Da sitzt Gabi mal wieder am Rechner. Also irgendwer muss ja hier arbeiten, offenbar, wenn sonst keiner macht. Und, oh Wunder, sie gestaltet eine Broschüre für die Import-Export. Also, ja, offenbar scheint sie damit immer noch keine Probleme zu haben. Und, wir gucken drauf und sehen, oha, es geht um die kanadische Tochterfirma von der Import-Export. Und die hat als Firmenlogo, haltet euch fest, das White Power-Logo. Okay, auch wenn es schwer fällt, wir nehmen das einfach mal als gegeben hin. Ich meine, dazu kann man ja auch nicht viel sagen, oder? Weiter geht's. Wir wollen uns die Website dieser Tochterfirma mal anschauen. Und Ralf, der alte Fuchs, erkennt natürlich direkt an der Internetadresse, dass es eine kanadische Seite ist. Ich will ja nicht klug scheißen, aber Kanada hat als Top-Level-Domain nicht CAN, sondern nur CA. Na egal. Wir gucken uns die Seite an. Ja, das da unten rechts ist ein White-Power-Logo, ne? Also, ja, die Bestellzeit interessiert uns aus irgendeinem Grund nicht. Ergo war die Aktion mal wieder völlig sinnlos und für die Tonne. Dafür hat Elisabeth mal wieder Infos für uns. Sie erzählt uns, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts wohl einen Walpulski gab, der erst Nazi-kompatible Kunst geschaffen hat und dann Grabsteine gekloppt hat. Interessant, interessant. Wir schlussfolgern, das ist vermutlich ein Verwandter von unserem Walpulski, also von dem mit dem angezündeten Auto. Und daher treffen wir Elisabeth kurz danach direkt wieder. Aber viel mehr hat sie nicht zu erzählen, denn die Polizei hält dicht und will uns nichts sagen. Okay, also was machen wir jetzt? Gehen wir halt zum Stadtmuseum. Vielleicht weiß Rosenzweig ja was. Jupp, wir haben unheimliches Glück. Er hat ein unveröffentlichtes Buch vorliegen über Walpulski. Na, so eine Sahne. Der Autor hat sich nicht getraut, das Buch rauszubringen und deswegen hat er es jetzt, also der Rosenzweig. Ja, er hat sich nicht getraut, weil, ihr wisst schon, halt dich da raus oder die Nazis werden böse. Na gut, wir finden raus, dass der alte Walpulski noch nach dem Krieg zur Ideologie gehalten hat und am Ende auch im Beisein von Neonazis feierlich in deutscher Erde bestattet wurde. Kennt man ja von verschiedenen NPD-Videos, wie da 12 Leute mit schwarz-weiß-roten Flaggen da rumstehen und so tun, als seien sie wichtig. Jetzt wieder zurück ins Jugendzentrum, denn jetzt hat Ralf auf einmal wieder Infos. Mehmet hat ausbaldowert, dass Walpulski, also Walpulski Junior, der junge Walpulski, zusammen mit Frank Stauf in einem Hotel hier in der Stadt abgestiegen ist. Da müssen wir natürlich gleich hin, ab zum Hotel. Ja, der Grafiker hat es direkt von seinem Monopoly-Spiel abgemalt, offenbar. Der Portier verrät uns sogar, dass Walpulski in der Tat ein Gast ist und dass er nicht anwesend ist. Okay, was tun, sprach Zeus. Aber gut, dass da noch jemand im Bild ist. Der Typ da rechts ist rein zufällig auch ein alter Bekannter von Carsten. Und in diesem Hotel hier rein zufällig ein Azubi. Und er lässt rein zufällig auch den Carsten über den Lüftungsschacht lauschen. Ich meine, das kennt man ja auch aus Jugendkrimi-Hörspielen. Über den Lüftungsschacht kann man jedes Zimmer perfekt belauschen. Oder fast perfekt in diesem Fall. Auf jeden Fall kommt das Trio Rechte direkt wieder und quatscht auch direkt los. Wir können natürlich mithören. Und die quatschen ganz subtil über Waffenlieferungen. Erzählen was von Sämaschinen und Knallerbsen und so. Jopp, passt. Okay, das langt uns natürlich noch nicht an Infos. Wir wollen mehr wissen. Also lassen wir uns direkt mal den Schlüssel von dem Zimmer besorgen, den wir natürlich auch kriegen. Wir stöbern rum und finden eine Visitenkarte. Quasi in Western Mickey Mouse Manier. Gröll und Walpulski Transport. Boah, mehr gibt's ja auch nicht zu finden.
Also locken hat der Frosch irgendwie ja noch nicht. So, Preisfrage. An welchem Ort geht's jetzt wohl als nächstes weiter? Jugendzentrum? Nö. Telefon? Nein. Lithografie? Nein. Stadtmuseum? Nein, auch nicht. Antwort, am Asylbewerberheim geht's weiter. Und da werden wir auch direkt Zeuge der folgenden Szene. Hä? Also, zwei Faschos wollten das Heim anzünden, lassen es dann aber doch sein, weil ihnen irgendwer irgendwie über ist. Was, wo, wann, wie, wat, wie, wat? Wer sind die beiden gewesen? Groll und Walpulski selber, getreu dem Motto, hier zündelt der Boss noch selber. Und wer waren ihnen über? Die Polizei war nicht da. Die Antifa, war die da? Die Asylbewerber, okay, die sind sowieso da, aber denen haben wir ja nichts gesagt. Also ich verstehe es nicht. Ich habe die ganze Szene hier nicht verstanden. Okay, Polizei ist jetzt doch da, fragt uns irgendwelches belangloses Zeug. Und wir sehen, das Spiel enthält sogar unterschwellige Beamtenbeleidigungen, denn es bezeichnet einen Polizisten als Müllcontainer. Ach ja, und der Polizist ist auch nicht der Einzige, für den keine Klickfläche übrig war. Hier, Biggie steht zwar da, man kann sie klar erkennen, aber lässt sich nicht anwählen und deshalb auch nicht anquatschen. Und ja, die Afrikanerin kann kein Deutsch und ist deswegen auch nicht ansprechbar. Da ist dem Dialogautor offenbar die Zeit ausgegangen. Wie allgemein den Entwicklern hier offenbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Szene hier ist mal total scheiße umgesetzt. Trotz allem haben wir jetzt irgendwie einen Anschlag vereitelt. Sagt zumindest unser Bekannter im Hotel, wo wir direkt nochmal vorbeigucken. Und als Dank wollen wir direkt nochmal ins Zimmer rein. Und diesmal wollen wir direkt vor Ort belauschen, was für Pläne unser rechtes Trio wohl als nächstes ausheckt. Okay, der Typ schlägt uns vor, ein Diktiergerät für den großen Lauschangriff zu besorgen. Gute Idee, aber woher nehmen? Nächste Preisfrage, wo ist das Diktiergerät? Antwort, in der Lithografie. Ja, auf magische Weise liegt hier auf einmal ein Diktiergerät da. Es ist bald vorbei. Zurück zum Hotel, ab ins Zimmer, uns fällt nicht ein, wo wir das Diktiergerät verstecken können, also verstecken wir uns ganz unauffällig selber und auf dem Balkon. Ein Glück, dass wir hier in einer quasi 2D-Welt ohne Scrolling leben. Okay, die beiden Weltkriegsverlierer-Sympathisanten hier schließen ihr Notebook an die Telefondose an, laden was auf ihre kanadische Website hoch und verkrümeln sich direkt wieder. Okay, das war's dann wohl. Jetzt noch einmal zurück zum Stadtpark, weil wir müssen. Da sitzt Frank Stauf. Der warnt uns nochmal vor... Ach, er erzählte nichts Aufregendes. Er sagt, wir sollen die Füße stillhalten, weil die Nazis böse sind. Bla 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 bla. Machen wir natürlich nicht, denn der große Showdown steht ja kurz bevor. Wir haben alle Beweise irgendwie zusammengekriegt. Ab zum Jugendzentrum, dort nochmal mit Ralf gesprochen. Der gibt uns die Nummer von einem Mitglied seines virtuellen Dorfes, der rein zufällig auch gleichzeitig Ermittlungsbeamter beim Verfassungsschutz ist und den Nazis auf der Pelle gerückt ist. Okay, wir gucken nochmal auf die veränderte Website. Ja, interessant. Nicht. Wir heizen nach Hause, rufen an und erzählen alles, was wir wissen. Er sagt uns noch, dass wir den Rest der Bullerei überlassen können. Und das machen wir als verfassungstreuer Bürger natürlich. Schluss mit der Selbstjustiz, aber endlich. Und das wär's dann. Ein Wunder, es gibt einen Tageswechsel im Spiel. Unmittelbar danach flimmert auch schon der Abspann über den Bildschirm. Gabi und Carsten sitzen händchenhaltend auf der Parkbank. Elisabeth freut sich, dass sie die Story als erstes bekommen hat. Und sie erzählt so nebenbei, dass der gute Frank Stauf in den Bau muss, weil er die Kanister besorgt hat und so. Und die Firma M und Export hat's auch erwischt, weil offenbar die Ermittler da waren und die ziemlich viel mit Nazi-Kram am Hut hatten, wie man da sehen konnte. Dadurch kriegt natürlich auch Jutta ihr Fett weg, denn sie landet jetzt auf der Straße. Juhu. Da sind unsere beiden Helden natürlich schadenfroh, hauen noch ein paar Spitzen raus und verabschieden sich mit einem Küsschen von uns. Oh, muah, muah, muah. Ah, ist das bescheuert? Nein, bitte nicht. Das ist so unendlich dumm. Ja, das war's. Ende gut, alles gut.
Die beiden haben zwar keinen Ausbildungsplatz mehr und zwei Bekannten das Leben kaputt gemacht, aber Hauptsache, sie führen jetzt eine politisch korrekte interkulturelle Beziehung. Aber nicht vergessen, Carsten, wenn du mit Gabi mal Kinder bekommst, sind die jüdisch und werden beschnitten, dass das klar ist. Das war Dunkle Schatten 2. Das war ein staatliches Werbespiel. Ah ja, und zum Schluss gibt's dann noch ein Gewinnspiel, welches zu diesem Spiel hier veranstaltet wurde. Keine Ahnung, was man da gewinnen konnte. Interessiert mich auch einen Scheiß, wenn ich ehrlich bin. Ja, so lautet das Lösungswort. Ich sag mal, hätte man auch so drauf kommen können, oder? Aber vielleicht ist ja allgemein der Gedanke hinter diesem Spiel gewesen. Hey Leute, wir müssen das Spiel simpel halten und einfach. Denn wir müssen uns ja an doofe Leute richten, denn die schlauen Leute, die gehen ja sowieso nicht zu den Nazis hin. Die sind ja viel zu clever dafür, ne? Na, Fazit zum Spiel. Ist das bescheuert? Nein! Genau. Nicht. Die Story kommt nie wirklich auf Touren, die Nebenkriegsschauplätze bringen die Handlung nicht voran und wirken erschreckend belanglos, zum Beispiel ja die Website, die man für die Schule gestaltet, oder auch der Roller. Ich meine, die Quest habe ich euch gar nicht gezeigt, die ist wirklich total sinnfrei. Und zum Ende hat der Plot so viele Löcher, als hätte jemand mit einem MG42 draufgeholzt. Und der Held wirkt mit seiner ständigen Oberlehrerart das ganze Spiel über nervig bis unsympathisch. Na gut, und die Beziehung zwischen Gabi und ihm, die bahnt sich zwar zwischendurch immer wieder an, aber ja, irgendwie ist sie dann doch zu plötzlich. Ich meine, ich will fair sein, es werden ein paar Sachen thematisiert. Zum Beispiel, dass Asylbewerber gar nicht arbeiten dürfen und deswegen den ganzen Tag rumsitzen. Oder dass die Neonazi-Szene eben nicht nur aus Glatzenträgern, sondern auch aus ein paar Schlipsträgern besteht und eine Industrie dahinter steckt. Aber das und vieles mehr bleibt einfach zu lasch angedeutet. Und allgemein gibt sich das Spiel an vielen Stellen einfach deutlich zu glatt gebügelt, ständig in der Mitte stecken bleiben, nie Position beziehen, Hauptsache inkonkret bleiben und sagen, alles jenseits der Mitte ist scheiße. Und ja, auch der gute Carsten achtet permanent darauf, dass er nicht in die gleiche Schublade wie irgendwelche Linken gesteckt wird. Na gut. Was willst du machen? Ich meine, es ist ein Spiel vom Innenministerium, es sollte politisch neutral sein, aber dadurch wird's nicht besser. Echt nicht? Das wär's zu den dunklen Schatten. Danke an Bregor für das Fazit von Stalin Subway 2, was ich so übernehmen konnte, weil das so perfekt passte. Und danke an euch fürs Zuschauen. Bis dann, Pots. Dabba, du hast was vergessen. Es gibt Dunkle Schatten 3. Ja! Wollt ihr sehen?